Heute eine Sendung für Makler. Welche Gründe haben Eigentümer, um Sie zu beauftragen? Ich freue mich, dass Sie auch heute wieder meine Sendung Immobilienverständlich sehen. Eingeladen habe ich einen Makler und Diplom-Sachverständigen, Martin Kausch. Schönen guten Tag. Freut mich, lange nicht gesehen. Ja. Heute reden wir über das Thema, welche Wünsche haben Eigentümer an Makler? Insgesamt gibt es 8 Wünsche, die Eigentümer an Makler haben. Punkt. Nur so wenig? Ich dachte mehrere aus der Praxis. Lass mich erstmal aufzählen, okay, dann kommt das. Punkt 1. Hohe zeitliche Flexibilität bei den Terminen. Ja, das ist das Maklerleben. Abendstermine ab 18 Uhr, Samstagstermine, Sonntagstermine, Termine von heute auf gleich, kurzfristiger Art, flexibel sein. Die Kunden rufen an, wir würden gern besichtigen mit der Schwiegermutter, die gerade da ist. Da muss man Termine machen, das ist damit gemeint. Also den Makler erkennt man daran, dass er dunkle Schatten unter den Augen hat von den Nachtterminen, die er hat. Genau. Okay. Kein Beruf für Leute, die regelmäßig Feierabend haben. Okay. Und dann haben wir Punkt Nummer 2. Und zwar wollen die Eigentümer gerne verfolgen, welche Aktivitäten der Makler unternimmt. Das ist ein sehr wichtiger Punkt für einen Makler der Kundenbindung. Man muss also den Kunden regelmäßig darüber informieren, was hat man gemacht, wie war die Resonanz der Leute. Es gibt auch jetzt diese neuen Systeme, wo man die Kunden sich einloggen können und dann am Computer des Maklers nachgucken können, wem hat er angeschrieben, mit wem hat er telefoniert, wie ist der Stand der Vermarktung. Also der Eigentümer hat das Gefühl, er gibt was aus der Hand, das Verfahren, wenn der Makler alles für ihn regelt und möchte deswegen... Möchte kontrollieren, genau. Und sehen einfach, es wurde auch was getan. Der Makler zieht nicht nur einfach die Aufträge an Land, ja, sondern arbeitet die auch ab. Ja, früher hat man es halt mit Telefonaten gemacht in dem Bereich. Und heute wollen die Verkäufer halt, wenn sie zu Hause abends nach der Tagesschau an ihrem Laptop tippen oder am iPad sitzen, mal gucken, was hat der Makler jetzt für mich gemacht. So, und jetzt kommen wir zu Punkt Nummer 3, schnelle Terminvereinbarung. Wie schnell ist schnell? Ja, der frühe Vogel fängt den Wurm. Ja, also wenn einer anruft, ich möchte einen Termin haben, dann kann man den nicht erst 3 Wochen später machen. Sondern man sollte schon innerhalb von 24, 48 Stunden den Termin gemacht haben. Ja, natürlich immer hängt davon ab, ist die Wohnung vermietet, dann natürlich noch Rücksprache mit den Mietern. Aber wenn das Objekt leer steht, sollte man also relativ kurzfristig die Termine machen. Weil wenn man was will, hat man ja noch Interesse und dann sollte das eigentlich auch abgearbeitet werden. Nach einer Woche interessiert das Objekt den Käufer nicht mehr, wenn er keinen Termin hatte. Und das ist eben auch der Vorteil von einem größeren Maklerbüro, schnelle Terminvereinbarung, wenn nämlich A in Urlaub ist, B muss auf die Kinder aufpassen und C hat jetzt sowieso gerade vielleicht keinen Wochenenddienst, ja, dann gibt's immer jemanden, der einspringen, ja, kann und zack, 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 den Termin noch machen. Das ist der Unterschied zwischen einem professionellen Maklerunternehmen und einem sogenannten Hausfrauenmakler, die es halt nebenbei macht, weil sie irgendeine Beschäftigung braucht. Und halt dann, wenn sie weg ist, nur einen Anrufbeantworter laufen hat, nicht erreichbar ist. Und beim professionellen Unternehmen ist meistens jemand da, ein Telefondienst in dem Moment, der Telefonate entgegennimmt, der schon die ersten Maßnahmen einleiten kann, Besichtigungstermine, Objektunterlagen zuschicken, sowas in dem Bereich. Also ganz wichtig, das Büro muss eigentlich immer besetzt sein. So, und da kommen wir eigentlich zu Punkt 4, der geht so ein bisschen über. Und zwar, festangestellte Makler wünscht sich der Eigentümer und keine Franchiser. Das hat mich eigentlich jetzt ein bisschen überrascht, dass der Punkt so früh kommt. Wie siehst du das? Überrascht mich überhaupt nicht. Warum? Weil die Leute das Gefühl haben, bei Franchise-Maklern, die nur auf Provisionsbasis oder auch bei freien Mitarbeitern eines Maklerunternehmens, die nur auf Provisionsbasis arbeiten, dass die sagen, die versuchen das zu verkloppen um jeden Preis, aber nicht das Beste für den Eigentümer rausholen. Und das ist der Vorteil beim Festangestellten, der auch mal sagen kann, ich würde das jetzt mit dem nicht machen, ich würde noch eine Woche warten und den Kunden B nehmen zum Beispiel. Also langfristiges Denken und nicht nur umsatzorientiert. Genau, langfristig strategisch denken, immer
im Sinne des Eigentümers und nicht immer im Sinne des Maklers. Und es gibt ja auch viele Eigentümer, die immer wieder kommen mit einer Vermietung, öfters was kaufen oder vielleicht verkaufen. Die wollen auch denselben Ansprechpartner. Ja, und nicht dann beim freien Mitarbeiter, der ist dann weg, der ist zum Makler X gewandert, inzwischen von da wieder zur Bausparkasse Y gewandert, sondern langfristig Kunde möglichst vom Lehrling angefangen bis zur Pensionierung denselben Ansprechpartner. Azubi. Immer denselben Ansprechpartner. So, und jetzt kommen wir zu Punkt Nummer 5. Der Makler hat eine größere Auswahl an Kunden als der Eigentümer selber. Ja, das ist ja selbstverständlich. Wenn ich erstmal auf den Markt komme als Privatperson, muss ich ja bei Null anfangen. Stimmt eigentlich. Man kann ja nur das Internet. Genau, als Maklerunternehmen habe ich ja vorgemerkte Kunden. Ich habe vielleicht vergleichbare Objekte schon verkauft. Da sind Kunden übrig geblieben, auf die ich zugreifen kann. Ich kann vielleicht mit meinem Kollegen Gemeinschaftsgeschäfte machen und mit dessen Kunden dann was machen. Das ist einer der Hauptvorteile des Maklerunternehmens, klar. Okay, also die vorgemerkten Kunden ansprechen, oft sieht man dann die Objekte auch gar nicht am Markt, also weil man direkt weiß, wer passt zu wem. Also wir verkaufen einen Großteil unserer Objekte an vorgemerkte Kunden, die gehen gar nicht übers Internet an den Markt. Ah, okay. So, und jetzt sind wir bei Punkt Nummer 6, der interessiert mich sehr, und zwar die Möglichkeit der Besichtigung über Panoramabilder. Jetzt dachte ich, Panoramabilder ist ja eigentlich fast schon gar nicht mehr so aktuell. Panorama ist vorbei. Panorama ist was kommt denn 80er da? Jahre. Okay. Heute ist man eigentlich schon so weit, dass man über Videofilme geht zum Beispiel. Also erstmal sind die Fotos sehr viel sollten sehr viel professioneller sein als Maklerunternehmen. Also ich sag mal, stehe ich von aufgeklappter Klodeckel, darf heute nicht mehr passieren. Und dann ist der Trend heutzutage zu Videofilmen, also zu bewegten Bildern. Und das wird auch immer wichtiger. Das erwarten auch, das merke ich selber bei mir in meinem Tagesgeschäft, das erwarten die Verkäufer auch. So, heute man kann ja auch in die Immobilienportale Videos einbinden, genau wie Fotos, ganz wobei einfach. Wobei man unterscheiden muss, es sind keine rein rausgezoomten Bilder. Damit also diese Fotos aneinander geklebt, die so ein bisschen bewegen, nein. Katastrophal, das kommt aus meiner Erfahrung heraus bei den Kunden absolut nicht gut an, sondern wirklich richtig professionell gefilmte Videos, wo man auch die Bewegung sieht, wo man durch die Räume durchgeht, so ein bisschen, wo der Kunde nachvollziehen kann, in welchem Raum bin ich jetzt, es geht in Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche, Diele, Bad. Ganz wichtig. Panorama ist vorbei. Aber es zeigt eigentlich, wo es bei den Eigentümern hingeht, und zwar, die wollen, dass es besser, und zwar nicht die Mini-Knips-Kameras mit dunklen Fotos, mit kleinen Ausschnitten. Ja. Oder aufgeklappte Klodeckel hinten. Ich habe jetzt einen Kollegen gehabt, da war doch der Maklervertrag auf dem Foto zu sehen, auf dem Couch. Echt? Und solche, da hinten steht der Eigentümer im Foto mit dabei. Man sieht sehr viel. Ich muss ehrlich sagen, das ist doch ein Hauptgeschäft, das Fotografieren vom Maklerberuf. Dass so wenige Leute eigentlich da Wert drauf legen, sich weiterzubilden in dem Bereich. Ich verstehe es nicht. Ja, daran sieht man gute Makler, schlechte Makler. Das ist auch als Eigentümer relativ einfach zu unterscheiden. Ich gucke mir die Exposés an, die Bilder, und dann sehe ich sofort, ist es ein guter Makler oder ist es ein schlechter Makler. Na, und man sollte auch nicht nur nach der Provision gehen, die der Makler bekommt, sondern wirklich, was bietet der mir? Mhm. Und dann ist man in viel besseren Händen. Jetzt bin ich mal auf den 7. Punkt gespannt. Ja, da kommt natürlich der Diplom-Sachverständige zum Zug. Bei Punkt Nummer 7, die professionelle Einwertung der Immobilie. So, da habe ich dir doch irgendwie den Ball zugespielt. Das ist eigentlich heute eine der Hauptaufgaben des Maklers. Der Beruf des Maklers wandelt sich immer mehr auch zu einem Berater. Nicht mehr der reine Vermittler, sondern immer mehr Berater. Und der Hauptpunkt ist eine marktgerechte Einschätzung der Immobilie. Also wie früher so, das kriegen wir, gibt es heute nicht mehr. Die sogenannte Maklermethode, das X-Fache, ist auch nicht mehr aktuell. Denn heute geht es dazu, dass man richtig eine Wertermittlung durchführt. Ein Sachwertverfahren, Ertragswertverfahren durchführt, Vergleichswertverfahren durchführt. Und das auch dem Kunden verständlich aufbereitet. Man merkt also, wenn man als Makler eine Zusatzausbildung hat, zum Beispiel als Sachverständiger, man wird ganz anders wahrgenommen bei den Eigentümern und man kann den Marktwert besser ermitteln und damit ja auch besser verkaufen. Denn wenn Sie den Wert nehmen, den der Eigentümer gern hätte, der zu hoch ist, kriegen Sie die Immobilie nicht verkauft. Die Käufer sind sehr interessiert und informiert. Ne? Ich kann sagen, die Käufer sind immer aufgeklärt als früher. Sie können durchs Internet, sind Vergleichspreise offengelegt, es gibt Tipps im Internet, wo man sowas macht in dem Bereich. Man kann sich eine Immobilie schon selber per Knopfdruck in Anführungsstrichen ermitteln lassen. Und wenn man da als Makler hinkommt und nichts sagen kann, nach dem Motto, was wollen Sie denn haben? Ja, so fangen wir an. Bringt das überhaupt nichts. Die Eigentümer lassen heute ja immer mehrere Makler kommen. Immer lassen sich das
vorrechnen lassen, sagen, wie kommen Sie auf den Wert? Genau. Und wenn man das nur über den Daumen macht, dann fällt man eigentlich hinten über. Ne? Dann werden andere genommen, die einen seriösen Eindruck machen, die das vorrechnen können. Und dann kann man ja als Eigentümer auch folgen, wie der Makler auf den Wert kommt. Also das spielt auch in dem Bereich seriöse Ausbildung, permanente Weiterbildung. Was für eine Ausbildung hat der Makler generell? Das sind so Punkte, die da auch mit reinspielen. Mhm. Jetzt haben wir das harte Fachliche, Punkt 7. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt, Punkt Nummer 8. Örtliche Marktkenntnis. Alles, alles wichtig. Und das dauert Jahre, bis man die hat. Das ist natürlich das Hauptgeschäft des Maklers. Er muss natürlich seinen Bereich kennen. Er muss wissen, wo sind gute Lagen, wo sind schlechte Lagen, wie sind die Trends, wo sind neue Baugebiete, werden die Preise, gehen die Preise eher nach unten, haben wir eher steigende Preise. Das sind Sachen, das natürlich das Hauptgeschäft auch des Maklers ist. Also der Makler schaut in die Zeitung, was wird berichtet? Also wie ist die allgemeine Stimmung? Marktberichte vom Gutachterausschuss. Jetzt nicht nur örtlich gesehen, sondern auch nicht nur bundesweit, sondern auch örtlich. Ja, eher örtlich. Aber auch in den Nachbargemeinden. Eben. Was ist los? Wo sind Kindergärten? Ist ja auch wichtig. Genau. Wo sind Grundschulen? Genau. Also Schulen überhaupt? Restaurants, wie tut sich die Maklage entwickeln? Wie ist die industrielle Entwicklung? Auch Bevölkerungswachstum, haben wir demografischen Wandel, das heißt mehr Alte, weniger Alte, dann mehr junge Familien, das sind Sachen, die muss der Makler wissen. Das ist sein Tagesgut, das ist sein Know-how, das muss er haben. Und da berät man ja zum Beispiel auch Bauträger, dass man sagt, planen Sie die Wohnung so und so und nicht so und so, weil es gibt jetzt mehr Ältere und weniger Jüngere, die Größen der Wohnung müssen sich ändern. Ja. Das kann man natürlich nur jemandem sagen. Wenn man im Markt steht. Genau, wenn man im Markt steht. So, da wären wir beim letzten Punkt. Das sind die Wünsche, die Eigentümer an Makler haben. Erfüllen Sie alle und die Aufträge sind Ihnen sicher. Mein Wunsch ist, abonnieren und liken Sie mich, damit Sie mich auch beim nächsten Mal sehen mit interessanten Themen. Bis dann. Wie sieht denn eigentlich so eine Bauakte aus? Was interessiert mich als Gutachter? Zuerst mal schaue ich, ist das Objekt... So, und jetzt noch ein kurzer Sonderfall. Ist der Balkon so klein, dass man noch nicht mal einen Stuhl aufstellen kann,